Hallo und schön, dass du wieder hier vorbeischaust. Heute wollen wir uns anschauen, welche Möglichkeiten dir zur Verfügung stehen, um den Bericht deiner PIVOT-Tabelle nach deinen Wünschen anzupassen. Dazu wechsle ich jetzt hier in das Register Entwurf und wir schauen uns mal von links nach rechts die Möglichkeiten an, die dir hier zur Verfügung stehen. Das erste sind Teilergebnisse, dass du hier zum Beispiel sagst, ich möchte ein Teilergebnis unten unterhalb der Gruppe angezeigt bekommen, dann schaut das Ganze so aus. Bei den Gesamtergebnissen ist in der Regel die Standardeinstellung sinnvoll, dieses auf Zeilen und Spalten aktiviert zu lassen. Das heißt, es sind hier die Gesamtergebnisse und hier die Gesamtergebnisse in der Zeile und Spalte dann zusammengefasst. Deine PIVOT-Tabelle verwendet standardmäßig immer das Kurzformat. Deswegen wechsle ich hier gleich mal zum Gliederungsformat. Dann schaut das Ganze so aus. Du siehst, dann wird der Ort also nicht mehr unterhalb der Firma dargestellt, sondern neben der Firma. Und du kannst hier dann als letztes Format noch das Tabellenformat auswählen. Dann sind Firmenname und Ort in diesem Beispiel auf einer Höhe. Wenn du zum Beispiel mit sehr vielen Daten arbeitest, kannst du auch mal damit spielen oder ausprobieren, ob es für dich sinnvoll ist, alle Elementnamen zu wiederholen. Die nächste Möglichkeit, die dir hier zur Verfügung steht, ist, deinen Bericht etwas luftiger zu gestalten, indem du nach jedem Element eine Leerzeile einfügst. Dann ist es optisch nicht so dicht gedrängt. Als letzte Möglichkeit kannst du hier dann noch die Farbigkeiten verändern und noch eine Reihe weiterer Vorlagen auswählen. Wenn dir dieses Tutorial gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abonnement meines Kanals. Gerne kannst du den Link in deinem Netzwerk teilen. Bis zum nächsten Mal.